Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um den Blutdrucksenker oder auch ACE-Hemmer Ramipril. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, ich pick mir so ein paar Dinge raus, auf die ich noch ein wenig genauer eingehen werde. Und bei dem Video wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ihr Ramipril, das ist in verschiedenen Wirkstärken im Handel. Es wird eingesetzt unter anderem bei Bluthochdruck natürlich und auch zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zuge von verengten Gefäßen und von Diabetes. Es wird auch gerne eingesetzt bei Nierenerkrankungen oder aber auch bei Herzinsuffizienz. Das Ramipril, das können Sie unabhängig vom Essen einnehmen. Das heißt, es ist ganz egal, ob Sie was gegessen haben oder nüchtern sind. Sie sollten es immer zur gleichen Tageszeit einnehmen, einfach weil das Ramipril 24 Stunden wirksam ist. Wenn Sie die Tablette eingenommen haben, braucht es in der Regel so 1 bis 2 Stunden, bis dieser blutdrucksenkende Effekt eintritt. Das Maximum von dieser blutdrucksenkenden Wirkung, das liegt so etwa nach Tabletteneinnahme bei 4 bis 6 Stunden. Wichtig ist mir hier zu erwähnen, dass wenn Sie das Ramipril erstmalig anwenden, dass dieser blutdrucksenkende Effekt etwa erst nach 3 bis 4 Wochen voll ausgeprägt ist. Das ist in der Regel bei vielen Blutdrucksenkern der Fall. Bei älteren Patienten sollte man immer mit einer sehr niedrigen Anfangsdosis beginnen. Die liegt dann etwa bei 1,25 Milligramm und da sollte man die Dosiserhöhung sehr vorsichtig machen und immer sehr unter Kontrolle haben. Allgemein ist es wichtig, unter der Ramipril-Anwendung die Nierenwerte immer gut im Blick zu haben. Bei älteren Patienten oder Patienten mit weiteren Vorerkrankungen sollte das recht engmaschig passieren, besonders dann, wenn sie schon eine bestehende Niereninsuffizienz haben. Patienten mit einer mittelgradigen oder hochgradigen Niereninsuffizienz und auch Patienten mit einer Leberinsuffizienz, die benötigen eine Dosisanpassung. Das heißt, bei denen ist nicht das allgemeine Schema erlaubt, dass man bis 10 Milligramm gehen darf. Da muss man auch, wie gesagt, recht engmaschig kontrollieren und da hält man sich eher bei den niedrigeren Dosierungen des Ramiprils auf. Ein kurzes Wort zur Wirkweise Ihres Ramiprils. Ich persönlich finde es immer wichtig, dass man auch als Laie ganz grob verstanden hat, wie das Medikament wirkt. Also vielleicht wissen Sie schon, dass das Ramipril zu den Substanzen der sogenannten ACE-Hemmer gehört. Dieses ACE, das spreche ich jetzt nicht weiter aus, das soll auch nicht so interessant für Sie sein. Wichtig für Sie ist nur, dass dieses ACE, das ist ein Enzym. Und das bedeutet, im Namen selber steckt das schon drin, dass Ihr Ramipril ein Hemmer dieses Enzyms ist. Dieses Enzym wiederum, das ist dafür verantwortlich, dass eine bestimmte gefäßverengende Substanz gebildet wird. Das nennt sich das Angiotensin 2. Und wenn natürlich dieses Enzym gehemmt wird, dann wird weniger von dieser gefäßverengenden Substanz gebildet. Dadurch sind die Gefäße nicht so eng gestellt, sondern können sich etwas weiten. Ein zweiter Grund, weshalb das Ramipril auch blutdrucksenkend wirkt, ist, dass diese gefäßverengende Substanz, das Angiotensin, dazu führt, dass ein bestimmtes Hormon im Körper ausgeschüttet wird. Dieses Hormon nennt sich Aldosteron oder auch ganz umgangssprachlich Salzhormon genannt. Die Wirkung des Aldosterons ist, dass Natrium im Körper zurückgehalten wird und Kalium ausgeschwemmt wird. Und vielleicht haben Sie ja auch schon mal davon gehört, dass man als Bluthochdruckpatient Kochsalz, also Natrium, wenn möglich meiden sollte, weil dadurch der Blutdruck ansteigen würde. Das heißt, dieses Angiotensin 2, was normalerweise gebildet wird, würde zu der Ausschüttung dieses Aldosterons führen, was wiederum dafür zuständig ist, dass Natrium im Körper zurückgehalten wird und damit auch Wasser gebunden wird und dadurch der Blutdruck ansteigt. Da Sie ja jetzt einen Hemmer nehmen, der, wie gesagt, dieses Angiotensin 2 in der Bildung hemmt,
Das hat dann wiederum zur Folge, dass auch das Aldosteron, also dieses Salzhormon, auch weniger gebildet wird. Dadurch wird weniger Natrium im Körper zurückgehalten und ein wenig mehr ausgeschieden, wodurch der Blutdruck dann auch sinkt. Ein Vorteil des Ramiprils ist, dass wenn der Blutdruck durch das Ramipril gesenkt wird, dass es nicht reflexartig zu einem Anstieg der Herzfrequenz kommt. Das ist nämlich eigentlich so ein normaler Regelmäßigkeitsmechanismus. Das bedeutet, der Blutdruck sinkt und der Körper versucht das, wenn er das nicht über den Blutdruck wiederhergestellt bekommt, durch die Erhöhung der Herzfrequenz zu kompensieren. In dem Fall ist es dann so, dass mit dem Ramipril der Blutdruck gesenkt werden kann, aber das Herz danach nicht in Stress gerät und dann auch schneller schlägt, sondern bei seiner normalen Schlagfrequenz bleibt. Was auch noch wichtig zu wissen ist, dass dieses Enzym auch noch für den Abbau eines anderen Botenstoffs verantwortlich ist. Dieser andere Botenstoff, der nennt sich Bradykinin. Darauf werde ich gleich in den Nebenwirkungen eingehen. Das ist nämlich höchst interessant, wie so eine typische Nebenwirkung, wie zum Beispiel der Husten, mit der Einnahme des Ramiprils entstehen kann. Nun möchte ich auf die Nebenwirkungen Ihres Ramiprils eingehen, wobei das immer nur einen kleinen Auszug darstellt. Ich picke mir immer so ein paar Nebenwirkungen raus, von denen ich denke, dass das für Sie am relevantesten ist. Als erstes wäre hier als Nebenwirkung der Schnupfen oder auch der Husten zu nennen. Wie ich gerade in der Wirkweise angesprochen habe, ist dieses ACE, dieses Enzym, auch für den Abbau eines anderen Stoffes verantwortlich. Und zwar ist das Bradykinin. Etwa 1 bis 10% aller Ramipril-Patienten entwickeln solch einen Husten. Das bedeutet, das betrifft wirklich jeden Zehnten bis jeden Hundertsten. Ich hatte Ihnen ja eben gesagt, dass dieses Salzhormon, dieses Aldosteron, auch in der Bildung gehemmt wird durch den ACE-Hemmer. Da dieses Hormon ja dafür da war, Natrium im Körper zurückzuhalten und Kalium auszuschwemmen, ist dann die Folge, wenn die Bildung gehemmt wird, dass Natrium mehr ausgeschieden wird und Kalium zurückgehalten wird. Das heißt, unter der Einnahme Ihres Ramiprils kann es zu einer Hyperkaliämie kommen, dass es zu einem erhöhten Kaliumspiegel im Blut, und das ist auch eine Nebenwirkung, die immer im Blick gehalten werden sollte, weil der Kaliumspiegel immer sehr genau eingestellt werden sollte. Und genauso ist es dann auch so durch die Hemmung dieses Hormons, dass es auch zu einer Hyponatriämie kommen könnte. Das bedeutet zu einem zu wenig an Natrium in Ihrem Blut. Die Nebenwirkung dieser Kalium- und Natriumverschiebung, die betrifft sogar jeden Zehnten bis jeden Hundertsten, ist also nicht unüblich. Das heißt, unter der Einnahme vom Ramipril sollten in bestimmten Abständen immer auch wieder die Elektrolyte im Blut überprüft werden. Jeder Hundertste bis Tausendste im Durchschnitt kann ein sogenanntes Angioödem entwickeln unter der Einnahme des Ramiprils. Ein Angioödem ist eine Schwellung im Gesicht oder aber auch der Zunge und der Atemwege. Die ist natürlich sehr gefährlich, weil wenn das Ganze zuschwillt, kann es zur Atemnot kommen. Das heißt, wenn Sie schon mal in der Vorgeschichte auf irgendwelche Stoffe mit einem Angioödem reagiert haben, dann sollten Sie, wenn möglich, die Einnahme vom Ramipril meiden. Zusätzlich kann es unter der Einnahme auch zu Hautausschlägen kommen. Auch Muskelkrämpfe und Muskelschmerzen sind unter der Ramipril-Einnahme gar nicht so selten. Im Durchschnitt betrifft das in etwa jeden Zehnten bis jeden Hundertsten. Wenn Sie Muskelkrämpfe haben und nicht genau wissen, woher die kommen und schon alles auch mit Magnesium versucht haben, dann könnte natürlich auch der Wirkstoff selber, Ihr Ramipril, der Auslöser davon sein. Die letzte Nebenwirkung, die ich hier ansprechen möchte, ist, dass das Ramipril in sehr seltenen Fällen bestimmte Blutwerte verändern kann. Und zwar kann es die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen und auch die Thrombozyten, das sind die Blutplättchen, in ihrer Anzahl etwas hemmen. Das kommt nicht so häufig vor, aber wenn das in Ihrem Blutbild festgestellt wurde, kann auch hier Ramipril die Ursache dafür sein.
An dieser Stelle möchte ich ein paar Wechselwirkungen ansprechen, die Ihr Ramipril haben könnte. Wie bereits in den Nebenwirkungen erwähnt, ist die Chance natürlich ein wenig erhöht, dass es zu einem zu viel an Kalium in Ihrem Blut unter der Ramipril-Einnahme kommen kann. Das bedeutet, alle anderen Substanzen, die das verstärken könnten, die können natürlich wechselwirken. Hier sind einmal die kaliumsparenden Diuretika zu nennen. Ich blende Ihnen ein paar Substanzbeispiele ein. Also hier geht es nicht um alle Entwässerungsmittel, sondern nur um diese bestimmten, weil die auch Kalium im Körper zurückhalten. Dann sollten Sie auch keine Kaliumergänzungsmittel einnehmen, außer es ist natürlich im Blut irgendwie ein Kaliummangel bei Ihnen festgestellt worden. Aber da sollten Sie immer bei so Nahrungsergänzungsmitteln darauf achten, dass kein Kalium drin vorhanden ist, wenn Sie es vom Arzt nicht ausdrücklich empfohlen bekommen haben. Manche Patienten nehmen auch gerne Kalium als Salzersatz, also als Natriumchloridersatz. Auch das ist unter der Ramipril-Einnahme nicht empfehlenswert. Auch das Antibiotikum Cotrimoxazol, das kann auch zu einer Kaliumerhöhung führen. Das heißt, wenn Ihr Arzt Ihnen Cotrimoxazol aufschreiben möchte, dann sprechen Sie ihn doch bitte darauf an, auf diese Nebenwirkungen. Cotrimoxazol ist ein Antibiotikum, was gerne noch bei Harnwegsinfekten aufgeschrieben wird. Bei all diesen Substanzklassen, die ich jetzt erwähnt habe, ist, wie gesagt, die gleichzeitige Einnahme nicht empfohlen. Wenn kein Weg dran vorbeigeht, dann sollte man auf jeden Fall die Kaliumwerte immer ganz engmaschig kontrollieren. Das Gleiche gilt für Heparin. Beim Heparin ist die Ausnahme aber, dass es gegeben werden kann, aber die Kaliumwerte auf jeden Fall immer kontrolliert werden sollten. Es kann unter der gleichzeitigen Einnahme von Allopurinol oder auch von Cortison oder auch von Zytostatika zu Blutbildveränderungen kommen. Wenn Sie Diabetiker sind, dann kann es unter der gleichzeitigen Einnahme von Antidiabetika, also blutzuckersenkenden Tabletten oder auch Insulin, zu einer Hypoglykämie kommen, also zu einem Blutzuckerabfall. Nicht-steroidale Antirheumatika, wie zum Beispiel das Diclofenac oder das Ibuprofen oder das Naproxen oder das Indomitazin, genauso auch wie das ASS, aber dann recht hoch dosiert, die können dazu führen, dass das Ramipril nicht so gut wirksam ist, besonders bezogen auf die blutdrucksenkende Komponente. Das ist eine typische Wechselwirkung, die diese nicht-steroidalen Antirheumatika, wozu diese ganzen Substanzen gehören, mit fast allen Blutdrucksenkern eingehen. Ein letztes Wort möchte ich bei den Wechselwirkungen der Hyposensibilisierung widmen. Wichtig ist für Sie, wenn Sie in bestimmten Zeitabschnitten Ihre Hyposensibilisierung machen, dass Sie währenddessen das Ramipril natürlich nach der Rücksprache mit dem Arzt absetzen sollten oder auf einen anderen Blutdrucksenker übergehen sollten. Unter der gleichzeitigen Einnahme ist die Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden Reaktion auf diese Hyposensibilisierung erhöht. Frauen mit Kinderwunsch, die sollten auf eine andere Substanzklasse umgestellt werden, außer diese Substanzklasse der ACE-Hämmer ist zwingend erforderlich. Bei einer Schwangerschaft sollte das Ramipril sofort abgesetzt werden und eine Alternative gewählt werden. In der Stillzeit ist Ramipril ohnehin nicht empfohlen. Wenn Sie vor einer Operation stehen, dann sollte das Ramipril einen Tag vorher abgesetzt werden. Das machen Sie natürlich nicht selbstständig, besprechen Sie das auf jeden Fall mit Ihrem Arzt. Zur Verkehrstüchtigkeit unter Ramipril ist zu sagen, dass das Ramipril natürlich dazu führen kann, dass der Blutdruck stark gesenkt wird, dass es dadurch auch zu Schwindel kommen kann. Das bedeutet für Sie, dass wenn Ramipril neu angesetzt wird oder in der Dosis nach oben hin gesteigert wird, dann sollten Sie einige Tage das Ganze im Blick halten, damit Sie für sich wirklich gut beurteilen können, wie Sie auf die neue Ramipril-Dosis reagieren. Wenn Sie dann merken, dass Sie es gut vertragen, dann können Sie natürlich das Auto fahren und auch das Bedienen von Maschinen wieder wie gewohnt aufnehmen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Video über Rami Priel einige Fragen beantworten. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich natürlich immer sehr über einen Daumen nach oben oder auch gerne, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ich bin auch immer sehr interessiert an Kommentaren, die Sie hier lassen oder auch an Themenvorschlägen, die ich für Sie bearbeiten darf. Und ansonsten hoffe ich, dass es Ihnen einfach gut geht und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.